Hallo aus Köln, hier ist die Petra von Stempel dich bunt und heute habe ich dir eine kleine Box mitgebracht. Die ist diesmal ganz in Blau gehalten mit einem Blumenstrauß und wenn man den Deckel abnimmt, dann sieht man, die ist mit dem Envelope Punchboard gemacht und in der Box drin sind zwei Knoppers. Und zwar, habe ich mir gedacht, jetzt kommt ja so die Zeit, wo man viel draußen ist, wo man viel im Park ist und so weiter. Und dann trifft man sich vielleicht mit Leuten. Und wenn man denen was mitbringt, immer so eine Kleinigkeit, dann hat man ja selber nie was. Also kann man einfach mal zwei verpacken und dann kann man sich das direkt teilen. Praktisch, oder? So, wenn du also auch so eine Box machen möchtest, dann brauchst du ein Stück Farbkarton. Ich habe hier für das Unterteil den Farbkarton in Himmelblau genommen und der hat das Maß von 19 x 19 cm und bevor ich damit jetzt irgendetwas weitermache, wird der erstmal bestempelt. Da lege ich mir mal ein kleines Papier zum Schutz drunter. Und zum Stempeln habe ich mir heute ausgesucht das Stempelset Geburtstagskreation. Aus dem Set ist auch dieses Designerpapier. Und da nehmen wir den kleinen Blumenstrauß und den Überraschungsstempel. Und gestempelt wird in Pazifikblau. Das ist eine ganz ungewöhnliche Verpackung, finde ich, weil gar nichts rot oder rosa oder so. Ganz blau. Ist ja auch mal was Schönes. So, und jetzt stempel ich hier in so einer Diagonalen den Blumenstrauß. Und dabei mache ich das so, dass ich den nach jedem Stempeln um 90 Grad drehe. So wird das nämlich hinterher so ein ganz willkürliches Muster. Ich sollte natürlich aufpassen, den Block nicht ins Stempelkissen fallen zu lassen. Ich bin mir sicher, du kriegst das besser hin als ich. Aber ist egal. Dann geht es weiter mit dem Envelope Punchboard. Und zwar wird der Farbkarton eingelegt als erstes bei 7 cm. Gestanzt und gefalzt. Und das zweite Mal bei 13,5 cm. Und jetzt haben wir ein Problem, denn die Skala geht nur bis 13 cm. Da ich aber weiß, dass mein Farbkarton 19 cm lang ist, kann ich das auch ganz schnell andersrum rechnen und weiß, der Abstand von dieser Seite, bis ich praktisch bei 13,5 bin, sind 5,5 cm. Das heißt, ich drehe den einfach um, lege ihn bei 5,5 cm an. Haha, und jetzt falze ich aber nicht, ich stanze nur und drehe ihn wieder zurück, denn jetzt kann ich sehen, hier ist meine Einstanzung, jetzt kann ich es mit der Einstanzung unter die Stanze schieben, das sehe ich dann, wo es hingehört und dann kann ich die Falzlinie ziehen. Und so habe ich die dann auch in der richtigen Richtung und von der richtigen Seite. So, und jetzt für die weiteren Seiten muss ich ja gar nicht mehr messen, dann lege ich einfach die Falzlinie unter die Nase, stanze. Und falze hier an der Seite, muss ich ein bisschen aufpassen, da komme ich nicht bis ganz zum Schluss. Da ist das Brett zu Ende. Das macht aber nichts, das wird sowieso jetzt praktisch mit weggestanzt. Und so kommt man dann auch bei Farbkarton, der zu groß ist für das Punchboard, ganz gut mit den Maßen klar. Jetzt runde ich alle Ecken einmal ab. Ja, und jetzt geht es weiter, diese Boxen eben gemacht werden. Einmal alles nachknicken. Dann schneide ich die Klebelaschen ein und zwar mache ich das hier so, dass ich die jeweils an der langen Seite einschneide. Schneide einen kleinen Keil raus.
Das passt dann nämlich genau, dass ich die hier so einkleben kann. Dann hat man beide Klebelaschen auf einer Seite und das finde ich eigentlich auch mit dieser Form, die das Envelope Punch Board macht, dann ganz hübsch, dass ich da gar nichts weiter wegschneide. Die Box wird dann jetzt zusammengeklebt. Das kannst du mit doppelseitigem Klebeband machen, mit dem Fast Fuse oder wie ich hier mit dem Tombow. Achte dabei darauf, dass ich hier die Außenkanten bündig aufeinander setze. Und damit ist dann die gestaltete Box schon fertig. Das finde ich ganz schön mit so einem Ton-in-Ton-Muster. Da können jetzt die beiden Knoppers rein. Und dann geht es an den Deckel. Für den Deckel brauchen wir jetzt Designerpapier. Das ist, wie gesagt, aus dem passenden Designerpapierpaket. Das ist diese Reihe Nostalgischer Geburtstag. Das Stempelset heißt Geburtstagskreation. Ich weiß gar nicht, wie das Designerpapier heißt. Es hat auf jeden Fall auf der einen Seite ja so ganz bunte Geburtstagsmotive. Das sind auch diese großen Figuren, der Fuchs und die es auch im Stempelset gibt. Hier der Pudel, das Mädchen und der Koch, die sind da alle in ganz groß zum Teil drauf. Die kann man ja mit den Framelits dann auch ausstanzen. Dann muss man sie gar nicht mehr selber ausmalen. Und das Designerpapier hat das Maß von 11,6 mal 9,7 cm und wird reihum gefalzt bei 1,5. Die Maße schreibe ich natürlich wie immer auf den Blog. Die brauchst du nicht notieren. Und dann wird der Deckel auch gemacht, wie so Deckel eben gemacht werden. Alles nachknicken, einmal einschneiden, kleine Keile rausschneiden und dann wird das Ganze auch wieder zusammengeklebt. So, ich hoffe, ich kriege hier noch genug aus meinem Tombow raus. Ah, auf den letzten Zentimetern gibt er auf. So, mit frischem Kleber geht es weiter. Auch hier achte ich wieder darauf, die Kanten bündig aufeinander zu legen und festzukleben. So, der Deckel kann dann auf die Box. Und dann geht es an die Dekoration. Dafür brauchst du noch einen Streifenfarbkarton, der ist auch in Himmelblau und der hat das Maß 3 cm mal, weiß ich gerade gar nicht, 3 mal 10,5. Und bevor ich den stempel, wird der jetzt erstmal an beiden langen Seiten mit der Stanzeabreißkante gestanzt. Und du kannst rechnen, wenn du mit dieser Stanze stanzt, dass dir pro Seite ein halber Zentimeter verloren geht. Das heißt, ich wollte einen Streifen Farbkarton haben, der so 2 bis 2,5 Zentimeter breit ist. Und deswegen habe ich ihn auf 3,5 geschnitten. Und jetzt habe ich hier eben diesen fertigen Farbkartonstreifen. Immer noch die blauen Finger. Der eben so aussieht wie abgerissen. Und da kommt jetzt noch der Spruch Überraschung drauf. Der wird auch in Pazifikblau gestempelt. Und ich mache das so, dass ich das also erst stanze und dann stempel, weil ich das einfacher finde, den Stempel dann gerade in die Mitte zu positionieren. So, und auf der Box habe ich das in so einer Wölbung aufgeklebt. Dafür ziehe ich den Farbkarton übers Falzbein und den ziehe ich auch gleich so ein bisschen schräg. Ich halte das Falzbein im Grunde in der Position am Farbkarton, damit er auch gleich so ein bisschen die Neigung zur Seite bekommt. Und jetzt schneide ich an der Seite mit dem Ü das Ganze in so eine Spitze.
da kommt nachher die Schleife drauf und damit es nicht, damit der Farbkarton nicht unter der Schleife noch hervorguckt, schneide ich das da so ein bisschen ab. Und den klebe ich jetzt hier auch schon mal fest. Man kann das mit einem Glue-Dot natürlich auch machen. Die habe ich jetzt aber gerade nicht hier liegen. Deswegen mache ich das mit dem Tombow. So, weil ich die Glue-Dots aber sowieso gleich für die Schleife brauche, habe ich sie jetzt also doch geholt. So, und jetzt klebe ich hier die andere Seite von dem Aufleger auch mit einem Glue-Dot an der, ja, am Deckel fest. So, dann kommt da noch ein Aufleger drüber. Dafür habe ich mir die Einzelteile schon einmal ausgestanzt. Und zwar ist das nochmal der Blumenstrauß auf Flüsterweiß gestempelt. Der wird geklebt auf einen Kreis in Himmelblau. Das ist, ich glaube, der kleinste oder der zweitkleinste Kreis der Framelits mit der Stickkante. Und das Ganze kommt dann auf den nächsten passenden Wellenkreis. Der ist in Pazifikblau gestanzt. So, und das kommt dann mit einem Dimensional noch einmal an das Ende von dem Farbkartonstreifen. Und da klebe ich jetzt den Dimensional auch erst auf den Farbkartonstreifen und gucke dann nämlich, wie ich am besten hier meinen Blumenstrauß positioniere, sodass man das Überraschung noch gut lesen kann, dass der hier nicht zu sehr an der Seite rüber guckt. Und da ist es dann einfacher, wenn der Kleber auf der anderen Seite sitzt. So, und jetzt brauchen wir noch die Schleife. Dafür habe ich das Band genommen, wie heißt es? Geschenkband mit Stickkante. Die Stickkante ist auch in Pazifikblau und das ist eben auch aus dieser Serie Nostalgischer Geburtstag. Und jetzt mache ich hier so eine Schleife. Die kommt dann ebenfalls mit einem Glue-Dot an die Seite. Und damit sind die zwei Knoppers fertig verpackt, können verschenkt werden. Ich hoffe, dir gefällt die Idee. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbasteln. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.